Hallo und herzlich willkommen auf LDJ Games. In dieser Tutorial-Reihe möchte ich euch zeigen, wie man mit Pocket Code relativ leicht sein eigenes Spiel programmieren kann. Pocket Code ist eine kostenlose App, mit der ihr mit einem Bausteinsystem relativ leicht programmieren könnt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundlagen von Pocket Code. Also ladet euch Pocket Code kurz herunter und dann sehen wir uns auch schon direkt in der App. So, wir befinden uns jetzt in der Pocket Code App auf dem Startbildschirm. Bei euch wird das Ganze wahrscheinlich noch nicht so aussehen, wie es bei mir jetzt aussieht. Ihr werdet wahrscheinlich eine kurze Einführung bekommen. Geht die kurz durch, guckt euch das Ganze an, macht euch damit ein wenig vertraut. Ich beginne jetzt aber mit dem ersten Spiel. Dazu gehe ich auf Neues Projekt. Und hier haben wir schon erstmal die Möglichkeit, unserem Spiel einen Namen zu geben. Ich nenne es einfach mal Tutorial. Aber ihr könnt eurem Spiel auch einen ganz anderen Namen geben, so ihr wie ihr wollt. Ganz wichtig ist hierbei, dass ihr darauf achtet, dass hier oben leeres Projekt erstellen abgehakt ist. Wenn ihr ein Beispielprojekt erstellt, dann wird euch so ein Vogel mit ein paar Wolken angezeigt. Das möchten wir aber nicht, wir möchten ein komplett leeres Objekt. Jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr lieber in einem Hochformat das Spiel programmieren möchtet oder in einem Querformat. Das lässt sich später nicht mehr ändern, deswegen müsst ihr euch das gut überlegen. Die Spiele, die ich immer programmiere, ich kann euch mal kurz ein paar einblenden. Da lohnt sich das eigentlich immer mit einem Querformat. Für das Tutorial nehme ich aber jetzt mal ein Hochformat, damit ihr das auch später im Schnitt besser sehen könnt. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, ich wähle das gerade mal aus, das Ganze auf einen Fernseher zu streamen. Das Ganze ist aber jetzt nicht nötig. Ich möchte erstmal ganz normal im Hochformat euch ein Spiel programmieren. Übrigens, ich möchte, wenn alles gut läuft, später ein kleines Spiel programmieren, wo ein Pinguin in einer Wüste verloren gegangen ist und ein paar Sachen runterfallen und man muss mit Pfeiltasten den Pinguin an diesen Bällen vorbei lotsen, damit der Pinguin von keinem Ball getroffen wird. Also fangen wir einfach mal an. Wir gehen auf OK und hier sehen wir jetzt auch schon die erste Szene. Die ist komplett leer. Wenn wir jetzt unser Spiel hier unten mit dem Play-Button auf der rechten Seite unten starten, sehen wir, unser Spiel ist komplett weiß, es hat keine einzige Programmierung, es ist einfach komplett leer. Das Ganze lässt sich relativ schnell ändern. Wenn wir hier oben auf Hintergrund klicken, sehen wir jetzt erstmal, okay, wir können hier die Skripte festlegen von unserem Hintergrund, also was unser Hintergrund überhaupt machen soll, die Hintergründe selber, also wie der Hintergrund aussehen soll und die Klänge, wie unser Hintergrund klingen soll, welche Klänge er haben soll. Hintergrundmusik zum Beispiel kann man dort festlegen. Ich habe hier auch noch NFC-Tags, die sind bei euch ausgeschalten. Die könnt ihr aber in den Einstellungen einschalten. Es ist aber auch momentan nicht nötig, weil NFC-Tags unterstützt sowieso nicht jedes Handy. Ihr müsst einfach mal gucken, lest euch da einfach mal rein, guckt euch das durch. Das erste, was ich also mache, ist, damit unser Bildschirm nicht mehr weiß ist, auf Hintergründe gehen und auf das Plus, um ein neues Bild zu erstellen. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten. Einmal haben wir mit Pocket Paint, einer weiteren App von Pocket Code, ein Bild zu erstellen oder in die Medienbibliothek zu gehen von Pocket Code. Da sind ganz viele kostenlose Designs drin, die ihr einfach so nutzen könnt. Und ihr könnt auch noch euer eigenes Bild auswählen, welches ihr im Ordner habt. Das mache ich zum Beispiel immer, weil ich mit Photoshop designe. Oder ihr könnt euer eigenes Bild schießen. Ich gehe jetzt aber auf die Medienbibliothek und das Ganze sieht so aus. Hier haben wir jetzt verschiedene Designs. Ich nehme jetzt dementsprechend, weil ich ja einen Pinguin in der Wüste haben möchte, die Wüste. Das Ganze lädt sich herunter. Die ist jetzt schon benannt, das ist aber kein Problem. Das ist einfach so, das wird aber auch nicht im Spiel angezeigt. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr wollt, umbenennen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und wenn wir jetzt auf Start gehen, sehen wir, okay, hier ist jetzt das Bild von unserer Wüste. Bei mir ist es jetzt leider so, weil mein Handyformat ein wenig größer ist als ein normales Handy, das außenrum noch weiß ist. Es kann sein, dass es bei euch auch so ist. Es kann aber auch sein, dass es bei euch schon passt. Wenn das der Fall ist, müsst ihr jetzt nichts mehr machen. Dann könnt ihr kurz weiter skippen. Wenn das bei euch trotzdem der Fall ist, dass außenrum weiß ist, dann geht es jetzt schon los mit der ersten Programmierung. Wir gehen zurück und wir gehen auf Hintergrund und jetzt aber auf die Skripte. Denn jetzt beginnt schon unsere erste Programmierung. Wir möchten den Hintergrund größer machen. Wir gehen auf das Plus und das allererste, was wir machen müssen, ist ein Event festlegen. Ein Event ist immer etwas, was am Anfang zum Beispiel passiert.
wenn ich diesen Hintergrund zum Beispiel antippe, dass dann etwas passieren soll, wenn das Programm gestartet wird, sprich die App wird gestartet, soll etwas passieren. Das mache ich jetzt zum Beispiel. Wenn das Programm gestartet wird, soll dementsprechend das Bild relativ groß angezeigt werden, so dass es halt den Bildschirm ausfüllt. Deswegen gehe ich wieder auf Plus und jetzt gehe ich auf Aussehen. Das Aussehen ist das Visuelle, was man beim Objekt sehen kann. Ich drücke auf Aussehen und hier habe ich jetzt wieder verschiedene Blöcke, die ich aussuchen kann. Hier sieht man auch schon Setze Größe auf. Den wähle ich aus und jetzt können wir, weil 60% weniger ist, wenn ich jetzt nämlich auf das Spiel gehe, der Hintergrund hat sich nochmal verkleinert. Das heißt, ich muss die Zahl 60% ändern. Ich klicke hier drauf und wähle jetzt einfach mal 150 aus, weil 100 ist die Normalform. 100% ist das, was wir gerade eben gesehen haben, ganz am Anfang. 150 ist also größer. Wir gucken mal, das Ganze füllt sich aus. So, damit haben wir schon unseren ersten Teil getan. Wenn das Programm also gestartet ist, füllt sich erstmal der Hintergrund aus. Soweit so gut, jetzt haben wir ja schon unseren Hintergrund, aber wir möchten ja auch unsere erste Person, unsere erste Figur in diesem Spiel haben. Das heißt, wir gehen hier zurück und fügen unser allererstes Objekt hinzu. Das machen wir hier wieder über das Plus und wir werden wieder gefragt, wie wir unser Objekt erstellen möchten. Ich gehe wieder auf die Medienbibliothek und suche mir mal eine Figur aus. In dem Fall ist es der Pinguin. Leider gibt es hier keine Seitenansicht von Pinguinen, so wie es aussieht. Ich nehme trotzdem den Pinguin. Später könnt ihr aber natürlich auch jemand anderen nehmen, eine andere Figur. Ich nehme trotzdem mal den Pinguin und lade mir den ganzen mal herunter. Ihr konntet gerade eben, das habe ich jetzt schon weitergedrückt, hättet ihr euren Pinguin noch einen Namen geben können, wie ihr ihn nennt. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ihm auch eine Zahl geben. Das seht ihr später im Spiel nicht. Das ist nur für euch zur Orientierung. Einfach mal gucken, was euch da so am besten gefällt. Gehen wir jetzt wieder auf Start, sehen wir unseren Pinguin in der Wüste schon, naja, ein wenig in der Luft fliegen. Er steht noch nicht wirklich in der Wüste drin. Das Ganze lässt sich natürlich durch Programmieren wieder ändern. Gehen wir wieder zurück, klicken auf unseren Pinguin, gehen in die Skripte vom Pinguin und suchen uns, wenn Programm gestartet, aus. Das heißt, wenn das Programm gestartet wird, soll unser Pinguin an eine Stelle gesetzt werden, wo er auch in der Wüste steht. Das heißt, wir möchten ihn ein wenig weiter nach unten setzen auf dem Bildschirm. Wir gehen wieder auf Plus und diesmal, da es ja um Bewegung geht, möchten wir einen Bewegungsblock anwenden. Die sind übrigens alle immer blau. Und wir nehmen den allerobersten, Setze an Position. Und jetzt kommen wir zum Koordinatensystem von Pocket Code. Das ist relativ leicht zu erklären. Pocket Code hat ein Koordinatensystem. Jetzt momentan fliegt unser Pinguin in der Luft. Sobald wir jetzt aber die X-Achse zum Beispiel auf 0 setzen und die Y-Achse auf minus 300, sehen wir, unser Pinguin steht schon ganz gut in der Wüste. Leider steht er jetzt vor einem Berg. Das ist proportional gesehen jetzt nicht so schön. Das sieht man, der Berg ist viel zu klein und der Pinguin ist viel zu groß. Das heißt, ich möchte ihn nochmal weiter nach unten setzen. Und jetzt kommt das Gute. Seit kurzem gibt es bei Pocket Code die Funktion, das Ganze visuell zu platzieren. Das heißt, wir können auch unseren Pinguin einfach so nach unten ziehen, auf das Haken-Symbol klicken. Oh Gott, nein. Auf das auf den Haken klicken und dann sind wir wieder hier drüben. Das Ganze lässt sich jetzt nochmal in der Formel bearbeiten. Ich runde das Ganze mal auf oder ab. Und dann habe ich auch gerade Zahlen. Jetzt sehen wir, ist unser Pinguin ganz gut da. Und ja, dann können wir ja eigentlich schon anfangen mit der richtigen Programmierung. Wir möchten, dass unser Pinguin sich bewegt, wenn wir einen Zeiger, einen Pfeil nach links oder nach rechts tippen. Das Ganze müssen wir aber erst noch designen. Das heißt, wir müssen zwei Pfeile erstellen, mit dem wir einmal nach rechts und nach links können. Da gehen wir einfach mal wieder in die Medienbibliothek, erstellen uns unseren ersten Pfeil oder holen uns einfach unseren ersten Pfeil. Das gibt es hier unten bei Game Design Elements. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir einen kompletten Cursor, aber wir können auch andere Pfeile nehmen. In dem Fall nehme ich einfach mal diesen Pfeil hier. Und hier sehen wir schon, der
File heißt Button Right. Wir klicken auf OK und das erste, was wir sehen, unser Cursor ist ein wenig zu klein. Wir können also wieder die Größe anpassen. Das Ganze machen wir einfach mal. Wir gehen hier wieder auf Wenn Programm gestartet und setzen unsere Größe auf 150%. Wir sehen, unsere Größe ist jetzt passend und wir können ihn jetzt über den Baustein Setze an Position visuell platzieren, auf diese Seite unten platzieren. So, dann habt ihr jetzt mal als kleine Hausaufgabe in Anführungszeichen die Möglichkeit, den linken Knopf herzurichten und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!